Eine Seltenheit, Oberst Potiphar. Eine Seltenheit. Ein Hebräer vom Stamm der Schafhirten im nördlichen Hügelland. Von äußerst wachem Verstand und kräftig wie alle aus seinem Volk. Und er eignet sich hervorragend als Sklave, wenn man erst seinen ausgeprägten Stolz gebrochen hat. Wahrlich eine Seltenheit. Bei diesen Hirtenvölkern ist es bekanntlich nicht Sitte, ihresgleichen als Sklaven zu verkaufen. Im Norden herrscht Frieden, er kann demzufolge kein Kriegsgefangener sein. Wie hast du ihn erworben? Ich habe ihn von seinen Brüdern gekauft. Beweise hast du nicht. Das erscheint mir äußerst ungewöhnlich. Ich trenne mich nicht von meinem Geld, wenn es Zweifel an der Herkunft gibt. Der Kaufvertrag mit den Zeichen seiner Brüder. Die kann auch jemand gefälscht haben. Er sagt die Wahrheit, Herr. Meine Brüder haben mich verkauft. Das ist keine Fälschung. Der Sklave spricht ja. Was hast du denn gefunden? Etwas Ungewöhnliches. Ein Hebräer. Hoffentlich kein Fehlkauf. Er kommt mir etwas mager vor. Ehrlich? Nur ein Dummkopf hätte die Münzen behalten. Glaubst du, ich wollte dich reinlegen? Naja, also dumm bist du nicht. Das ist noch kein Beweis meiner Ehrlichkeit. Ehrlichkeit kann man von den Augen ablesen. Der Wein ist sauer wie Essigbrühe. Mir ist aufgefallen, dass der Wein im Freien aufbewahrt wird. Wirklich? Ja, die Krüge stehen in der Mittagssonne. Vermutlich ist er darum sauer geworden. Ich bin Oberst der königlichen Leibwache, ein enger Vertrauter des Pharao. Und meine Dienste werden oft beansprucht, sodass ich wenig Zeit habe, mich um Haushaltsfragen zu kümmern, noch die Verwaltung meiner Güter zu beaufsichtigen. Was hast du gearbeitet, bevor deine Brüder dich verkauft haben? Wie es bei meinem Volk Sitte ist, habe ich die Herde meines Vaters gehütet. Aber ich wollte immer mehr lernen. Lernen? Das ist gut. Sehr gut. In der Küche wird man dir etwas zu essen geben. Josef, warum haben dich deine Brüder verkauft? Aus Eifersucht auf mich. Ich habe sie zornig gemacht, durch Überheblichkeit. Es war zum Teil meine Schuld. Geh jetzt. Der junge Mann ist ein Glücksfall. Er kann schreiben, lesen und sogar rechnen. Und er ist ehrlich. Ein Glücksfall? Wirklich? Sie werden mir heute auf dem Markt nichts einbringen. Die Schafe geben fast keine Wolle. Und ihr Fleisch verschmähen sogar die Hunde. Und was hier drüben die Ziegen angeht, ihre Felle sind minderwertig und sie geben keine Milch. Sie haben gutes Weideland, das Beste sogar. Dann muss es an der Aufzucht liegen. Mein Herr muss einen besseren Widder kaufen, das kommt dem Viehbestand zugute. Und er würde mehr Gewinn machen. Bisher hat denn Herr Potiphar fast nichts für sein Vieh bekommen. Und nun
Was ist dein Geheimnis? Ich kenne jemanden, der einen hübschen Preis dafür zahlt. Ich bin nur Potiphars Sklave. Ich darf es dir nicht verkaufen. Hört mich an, Diener meines Hauses. Von heute an hat Josef die Verantwortung über euch. Ihr werdet ihm gehorchen, in allen Dingen, so wie ihr mir gehorcht. Alles, was ich habe, übertrage ich ihm, dass er darüber verfüge, wie er es für richtig hält. Er schuldet niemandem Rechenschaft. Nur mir allein. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Josef, mein Gemahl ist im Palast. Die Diener verraten uns nicht. Warte ein Weilchen und dann komm zu mir. Ich kann es nicht, Herrin. Du bist sehr gut aussehend, Josef. Ganz außergewöhnlich. Sicher bin ich nicht die Erste, die das sagt. Das mag wohl sein. Und du? Du begehrst nie eine Frau? Ach, ich wusste es doch. Ich bitte dich, Herrin, hör damit bitte auf. Glaubst du, du kannst mich missachten, weil du sein Vertrauen genießt? Ich kann einen Sklaven wie dich mit einem Wort vernichten. Dann tu das. Aber ich werde nicht zum Verräter an Gott und meinem Vater. Josef! Oh, Josef, vergib mir. Vergib mir, ich war bloß zornig. Erzähl mir von deinem Vater. Er heißt doch Jakob, nicht wahr? Ja. Er ist schon sehr alt. Aber noch sehr stark. Und voller Witz und Lebensfreude. Er weiß von Gott mehr als jeder andere Mensch. Schon seit meiner Kindheit hat er alles getan, um mir das zu vermitteln. Und das ist ihm gut gelungen. Die Trennung von ihm muss wohl sehr schlimm für dich sein. Das ist sie. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Nicht verzweifeln, Josef. Nicht die Hoffnung verlieren. Warte ein wenig, dann komm zu mir. Das ist eine Lüge. Wie kann das eine Lüge sein? Ist das nicht sein Gewand? Du selbst hast es ihm geschenkt, Potiphar. Und wenn alles gelogen ist, was ich sage, wie komme ich dann an seine Kleidung? Ich sage dir, er wollte sich an mir vergehen. Und als ich mich wehrte, hat er die Flucht ergriffen. Sieh doch! Josef! Werft ihn ins Verlies. Komm mit. Oh.
Lass sie nur kommen. Man gewöhnt sich bald an die Viecher. Du rätst nie, wer ich früher war. Oh nein, er fängt schon wieder an. Ich war der erste Mundschenk beim Pharao selber, dem König der Könige. Aber ich hatte Feinde, die mich um meine Stellung beneideten. Ich glaube eher, die konnten dein dämliches Gerede nicht mehr hören. Sie haben dem Pharao Dinge über mich zugeflüstert. Lügen, hinterhältige Lügen. Aber er hat sie geglaubt. Ich bin ein unschuldiger Mann. Unschuldig sind wir doch alle hier, oder? Genau. Was denn sonst? Bestimmt. Sag mal, wo ist dein Gott jetzt, Josef? Josef, kannst du mir helfen, diesen sonderbaren Traum zu deuten? Ich habe geträumt, ich hätte einen Weinstock mit 3 Reben gesehen. Sie wuchsen und blühten und die Trauben wurden schön dick und reif. In meinen Händen war der Becher des Pharao. Ich zerdrückte die Trauben und der Saft tropfte in den Becher. Und... Ruhe! Du, mitkommen! Oh. Vorwärts! Jetzt wirst du die Bedeutung nie erfahren, edler Mundschenk. Das sind meine Schafe und Ziegen. Du wirst dich um sie kümmern. Und als Lohn bekommst du Vorrechte. Eine Einzelzelle, anständiges Essen. Ich wüsste noch einen besseren Weg, um dir Gewinn zu bringen. Als Kerkermeister bist du berechtigt, die Gefangenen zu deinem persönlichen Nutzen für dich arbeiten zu lassen. Und? Die meisten sind krank und ausgehungert und zu schwach, um zu arbeiten. Du wirst kaum Nutzen durch sie haben, Herr. Gib ihnen vernünftig zu essen und ein sauberes Lager zum Schlafen. Und das wird dein Schaden nicht sein, Herr. Du wagst es mit mir zu feilschen? Los, abführen! Der Pharao wird deine Unschuld erkennen und deine Entlassung anordnen. Und zwar innerhalb von 3 Tagen. Das ist der geheime Sinn hinter deinem Traum. Vielen Dank, Josef. Also schön. Aber ich erwarte schnelle Gewinne. Der gehört dir. Du darfst ihn tragen. Ich will lieber diesen tragen, wenn ich ihn am Brunnen waschen darf. Wieso? Gott soll mich nicht wieder verstoßen aus Zorn über meine Eitelkeit. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich den Kraker verlassen habe. Tage, wie er gesagt hat. Wo mag deine merkwürdige Kunst wohl herkommen? Ich wünsche dir Glück, mein Freund. Und vergiss mich nicht. Wofür bezahle ich dich? Du wirst bezahlt, um den verborgenen Sinn meiner Träume zu finden, damit sie mir weder Kummer noch Qual bereiten, noch mir den Schlaf rauben. Doch zu diesem Traum fällt dir wohl nichts ein. Wieso? Mein König... Schweig jetzt! Mein König! Mein König! Hör mich an. Ich weiß von einem Mann, der das Deuten von Träumen beherrscht. Die Arbeiten sind im Verzug geraten. Wir müssen noch weitere Sklaven in die Steinbrücke schicken, um die Gefährte stillzuhalten. Wir haben nur noch russische Galeerensklaven zur Verfügung. Tritt vor den König. Erheb dich. Ich habe gehört, du verstehst dich auf Traumdeutung? Nur manchmal, Pharao, wenn es Gott gefällt.
Dies ist mein Traum. Ich sah 7 fette Kühe am Ufer des Nils weiden. Es waren kräftige Tiere, eine Freude für mein Auge. Und ich sah 7 dürre, kranke Kühe, hässlich anzusehen. So mager, dass die Knochen herausstanden. Ihr Blick war böse. Und dann griffen die mageren Kühe die Fetten an. Mit faulen Zähnen rissen sie das Fleisch von ihnen. Ihre Knochen zermalten und verschlangen sie. Und ihr Blut leckten sie mit ihren Zungen auf. Also, dies ist der verborgene Sinn. Die 7 fetten Kühe stehen für 7 gute Erntejahre. Die 7 mageren Kühe bedeuten, dass 7 Jahre der Dürre und des Hungers folgen. Und die Vorräte aus den guten Jahren werden aufgezehrt und die kranken Kühe zehren von den Fetten. Und Ägypten wird Hunger leiden. Nur der Pharao kann sein Volk vom Verhungern bewahren. Und wie? Er lässt während der guten Jahre den 5. Teil der Ernte einbehalten und lagern. Unmöglich. Riesige Kornhäuser müssten gebaut werden und bewacht. Tausende. Aber ich kenne auch mein Volk, es würde stehlen, ohne Ausnahme. Ich glaube, es ist möglich. Ein weiser Mann könnte es bewältigen, wenn er mit Eifer ans Werk ginge. Und du ihm die Macht verleihst. Macht, sagst du? Du verfügst über die Macht der Traumdeutung. Welche Künste verwendest du? Oh, keine, mein König. Die Macht ist die Macht meines Gottes. Ich habe keine. Ich stimme dir zu, mein König. Es ist nicht machbar. Wir werden sehen. Als dein Berater bin ich mir sicher, dass das Vorhaben nicht gelingen kann. Potiphar! Was weißt du von diesem Mann Josef? Diesen Mann erhebe ich zum mächtigsten Regenten Ägyptens unter meiner Herrschaft. Als Zeichen seiner Würde wird er nun diesen Ring der Macht am Finger tragen. Sein Name sei nun Zaphenat-Paneach. Er ist euer Herrscher. Verneigt euch vor ihm! Wir waren bis Sichem und weiter. Nirgendwo Wasser. Alle Brunnen waren ausgetrocknet. Ebenso der Fluss. Ihr müsst hinunter nach Ägypten. Ihr alle. Dort können wir uns Getreide kaufen. Zu hohen Preisen. Der Preis spielt keine Rolle. Wir haben Gold genug. Und das können wir nicht essen. Du hast eine flinke Zunge, Benjamin. Zu flink für dein Alter. Warte nur, bis ich mit den Ägyptern verhandle, Simeon.
Du kommst nicht mit uns. Du hast doch gehört. Alle gehen, sagt mein Vater. Nein, du bist noch zu jung, Benjamin. Ich bin vielleicht jünger als meine Brüder, aber ich habe weitaus mehr Verstand. Du gehst nicht, Junge. Du verwöhnst ihn zu sehr, Vater. Verehrter Zaffenat Paneer, mein Volk hungert. Ich bitte dich, mir Korn zu verkaufen, damit es nicht zugrunde geht. Kann er den Preis zahlen? Ja, zweifellos. Dann wirst du versorgt, um eure Not zu lindern. Du bist gut und gnädig zu meinem Volk. Wo seid ihr hergekommen? Aus dem Land Kanaan im Norden, erhabener Zaffenat Paneer. Ihr seht aus wie Späher. Späher, mein Herr? Ja. Späher sollen erkunden, ob im Lande Überfluss oder Hunger und Armut herrschen. Ob Ägypten wehrhaft oder schwach ist. Glaub uns, Herr, wir sind redliche Männer, die Söhne Jakobs. Im Norden herrscht Dürre. Wir wollen Korn kaufen für unser hungerndes Volk. Wir bringen auch Gold mit. Ihr Hirtenvölker leidet doch niemals Hunger. Ihr seid so schlau. Ihr müsst wohl Späher sein. Glaub uns, o Herr. Ich schwöre, wir haben ehrliche Absichten. Ist euer Vater, Jakob, noch am Leben? Ja, er lebt noch. Wie viele Söhne hat er? 11 Brüder sind wir. 11. Ich zähle nur 10. Unser Bruder Benjamin war noch zu jung für die lange, beschwerliche Reise. Also gut, ihr dürft bei uns kaufen. Gerade genug, um die größte Not zu lindern und um eure Rückkehr nach Ägypten zu ermöglichen. Und zum Beweis, dass ihr mir die Wahrheit sagt, kommt ihr mit dem Knaben wieder. Du! Wie heißt du? Simeon, Herr. Führt ihn ab. Euer Bruder wird mir als Sicherheit dienen. Wenn ihr mir den Knaben nicht herbringt, lasse ich ihn töten. Was hast du vor? Wir haben keine Wegzehrung mehr. Ich nehme von dem Korn, um Brot zu backen. Wir haben noch eine weite Reise und müssen unsere Kräfte stärken. Ruben! Damit haben wir bezahlt. Sieh mal, das muss ein Irrtum sein. Das war kein Irrtum, meine Söhne. Das geschah, damit die Ägypter euch als Diebe beschuldigen können. Eine Falle. Du wirst hierbleiben, Benjamin. Vater... Schweig! Mein Bruder Simeon wird sterben, wenn du mich nicht gehen lässt. Und wenn ich es tue und dieser Ägypter sich an dir vergreift, wird mich das vor Leid und Kummer ins Grab bringen. Die anderen hassen mich schon, weil sie denken, dass du mich bevorzugst. Willst du, dass sie mich noch mehr hassen? Du musst mich gehen lassen. Du musst. Gnädiger Herr? Das Festmahl ist gerichtet, wie mein Herr befohlen hat. Sie essen nun alle, wenn auch nicht mit großem Appetit. Außer dem Jüngsten. Hast du davon auch gekocht? Das ist sehr gut, greif doch zu. Ist das euer Bruder? Unser Bruder Benjamin, Herr. Ja.
Ja, er hat die Augen seiner Brüder. Ihr habt mich nicht getäuscht. Es hat einen Irrtum gegeben. Bei unserem letzten Besuch. Ja, ich weiß davon. Und ich habe mich geirrt. Du trinkst übrigens aus meinem Kelch, Benjamin. Ich sah nie einen schöneren, oh mein Herr. Er ist unvergleichlich. Ich habe ihn vom Pharao bekommen. Ah. Ihr habt euer Wort gehalten. Nehmt euch, was ihr braucht und geht in Frieden. Hab ich einen Hunger. Oben, schenk mein Ei. Greif zu. Brüder! Simeon! So lohnt ihr die Freundschaft meines Herrn mit Verrat? Ihr bezahlt Böses für Güte? Gütiger Herr, ich schwöre dir beim Gott meines Vaters, wir sind unschuldig. Du möglicherweise. Und deine Brüder. Aber Benjamin, wie kann er unschuldig sein? Ich schwöre, ich bin es. Und wer hat ihn dann versteckt? Meine Diener etwa? Oder gar ich? Wer also? Eine klare Sache. Du und deine Brüder, ihr dürft mit euren Vorräten in euer Land zurückkehren. Den Jüngsten mache ich zu meinem Sklaven. Mein Herr, ich bitte dich, lass Benjamin gehen. Nimm mich an seiner Stelle. Denn sein Verlust wäre meines Vaters Tod. Wir hatten noch einen Bruder, Josef. Er ging verloren. Ich höre. Wie ist das geschehen? In der Wüste. Er wurde von wilden Tieren angefallen. Der Schmerz meines Vaters war unbeschreiblich. Nimmst du ihm auch Benjamin weg, wird er sterben, Herr. Er ist ein frommer Mann, der beste von allen, weise und von Herzen gütig. Lasst uns allein. Du hast gelogen. Euer Bruder Josef wurde nicht getötet. Du und deine Brüder, ihr habt ihn als Sklaven verkauft. Hier ist der Kaufvertrag. Das kann nicht sein. Wo hat er den her? Der Herr sei uns gnädig. Der schriftliche Beweis für euren Verrat. Was denkt ihr? Wie kommt er wohl in meine Hände? Erratet ihr es nicht? Ruben? Simeon? Ich bin Josef. Was? Josef? Was hast du gesagt? Ich bin euer Bruder. Meine Mutter war Rachel. Mein Vater Jakob hat mit dem leibhaftigen Gott am Ufer des Jabok gerungen. Nein. Es ist so Ruben. Wie könnte ich das wissen, wenn ich nicht Josef wäre? Oh nein, ihr müsst euch nicht fürchten. Ich will euch nichts tun, Ruben. Ich weiß, dass Benjamin kein Dieb ist. Meine Diener haben den Becher versteckt. Ihr habt nichts zu befürchten. Seht ihr? Seht ihr? Ich habe euch verziehen. Jedem von euch.
Wie kannst du uns verzeihen? Weil alles Gottes Absicht war. Er hat mich hergeführt, damit ich das Volk meines Vaters vom Verhungern rette. Sieh mir. Ruben, es wird alles gut. Es wird alles gut. Unser Bruder. Judah. Judah. Geh zu meinem Vater. Sag ihm, dass sein Sohn Josef noch lebt. Sag ihm, er muss sein Volk hier nach Ägypten führen, damit es leben kann. Josef. Benjamin. Vater? Josef. Papa. Mein... Mein Sohn. Bist du es? Mein geliebter Sohn. Ihr müsst alle in Ägypten bleiben und hier bei mir wohnen. Ich reiche dir nun den Stab von Abraham. Vater, Brüder. Hebräer werden bald schon zahlreicher sein als unser eigenes Volk. Sie werden uns überschwemmen. Ich empfehle meinem Pharao, noch strenger durchzugreifen. Und wie? Ich zwinge sie zur Arbeit, das macht ihnen nichts. Ich ziehe ihr Gold ein, sie häufen noch mehr an. Ich hungere sie aus, sie pflanzen sich fort. Was soll ich tun? Lasst jeder Familie die neugeborenen Knäblein wegnehmen und töten. Es ist der einzige vernünftige Weg, mein König. Es soll geschehen. Ich bin Amram. Das sind meine Frau Jochevet, mein Sohn Aaron und meine Tochter Miriam. Und wo ist dein anderer Sohn? Gott hat uns nur den einen geschenkt. So? Wir haben gehört, deine Frau war guter Hoffnung. Aber das ist sie nicht mehr. Also hat sie das Kind schon geboren. Es muss ein Junge sein. Nein. Dann haben die Leute wohl gelogen. Niemand hat etwas gesagt. Ich habe kein weiteres Kind. Die kommen wieder. Thank you.
Es hat keinen Zweck, Jochevet. Irgendjemand wird reden und dann finden sie ihn. Ans Land, du willst, Herrin. Unverzüglich den Soldaten deines Vaters übergeben, Herrin. Wir sind gehalten, ein solches Kind zu melden. Oh, ein wundervoller Anblick ist er. Oh, seht ihr, das Weinen hat aufgehört. Ich glaube, ich behalte ihn. Wieder den Befehl des Pharao? Wem stünde das zu, wenn nicht des Pharaos Tochter? Aber wie will meine Herrin den Jungen stillen? Eine Amme wird sich schon finden. Meine Herrin? Wer bist du denn? Du wagst es, hierher zu kommen? Weißt du nicht, dass das verboten ist? Ich weiß, aber ich kenne eine Amme. Sie ist auch Hebräerin. Und sie wäre dazu bereit, meinst du? Ohne Zweifel, Prinzessin. Oh, na wundervoll. Ich bezahle sie und gewähre ihr meinen Schutz. Meine Herrin ist zu gütig. Unter einer Voraussetzung. Wenn das Kind etwas größer ist, bring es zu mir in den Palast. Er soll bei mir bleiben und wie ein Sohn für mich sein. Glaubst du, die Frau wird ihn auch stillen, wenn sie ihn wieder hergeben muss? Das wird sie ganz bestimmt, Herrin. Dann sind wir uns einig. Er soll den Namen Moses tragen, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wäre ihr doch besser ertrunken. Vater! Und was dich angeht, Miriam, du läufst weg, ohne ein Wort zu sagen. Wir waren krank vor Sorge. Ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, Jochevet. Du hast ein zärtliches, liebendes Herz. Und wenn die Zeit kommt, den Jungen wegzugeben, wird es dir vor Kummer zerspringen? Das wäre schlimmer als ein Tod. Du bist ein guter Mensch, Amram. Du betest jeden Tag und fürchtest Gott. Aber du kennst ihn nicht. Ich sehe seine schützende Hand. Es wird dir nichts einbringen als Kummer, nichts anderes als Leid. Hübscher Junge er geworden ist. Du sollst hier bei mir wohnen, Moses. Leider habe ich selbst keinen Sohn. Das sollst du nun sein. Und sorgen will ich für dich wie deine eigene Mutter. Das verspreche ich dir. Moses, deine Mutter hat nach dir gerufen. Ja, mein König. Wir sehen uns dann gleich. Ich komme, sobald ich kann. Gut. Welch verblüffende Ähnlichkeit. Sehr eindrucksvoll, mein König. Aber wird es nicht nach einer Weile von Regen und Wind verwaschen sein? Natürlich wurde für den Bau nur der dauerhafteste und härteste Stein verwendet, verehrter König. Hart genug, um 1000 Jahre zu bestehen? 10.000, Pharao. Hoch damit!
Wie kann ich da schweigen? Wenn ich sehe, wie der Pharao die Menschen knechtet und sie zu Sklaven macht, es ist immer noch mein Volk. Nein. Ich weiß ja, alles, was ich habe, verdanke ich dir, Mutter. Aber wie kann ich vergessen? Ich wurde als Hebräer geboren, ich habe einen Bruder und eine Schwester, die auch Hebräer sind. Hast du das auch entworfen? Jawohl. Na los, auf die Beine! Beweg dich! Er ist tot. Was geht da unten vor? Er ist tot, mein König. Durch wessen Hand? Moses? Warst du das? Es war ein Versehen, ich wollte ihm bloß eine Lehre erteilen. Welche Lehre? Gilt das Leben eines Ägypters weniger als das eines Hebräers? Das darf nicht ungestraft bleiben. Obwohl Moses in hoher Stellung gewisse Vorrechte genießt, steht er nicht über dem Gesetz. Er ist ein Mörder. Das Gesetz, mein König. Ja, doch, ja. Ergreift ihn! Ergreift ihn! Ihr müsst ihn aufhalten! Pass auf! Nicht verschütten! Ich halte ihn fest. Dass dein räudiges Vieh von der Tränke verschwindet, aber sofort! Oder wir nehmen es mit, als Preis für das Wasser, das es getrunken hat. Mein Vater hat deinem Herrn die Nutzung der Tränke doch bezahlt. Er hat bezahlt. Ja, eine gewisse Summe, richtig. Aber noch lange nicht genug. Den vereinbarten Preis hat er gezahlt. Mein Vater würde ihm vielleicht mehr geben, aber das müssen die beiden unter sich ausmachen. Du wirst jetzt gehen, Mädchen. Oder wir vergreifen uns nicht nur an deinen Viechern. Mein Freund hier hat Appetit auf eine andere Sorte Fleisch. Er ist ein starker Mann, ich könnte nicht helfen. Wie stark? Stark! Sag deinem Vater Jethro, dass mein Herr für das Wasser einen besseren Preis haben möchte. Meine Schwester und ich haben dir zu danken, Herr. Wie ist dein Name? Zippora. Zippora. Hattest du eine weite Reise? Sehr weit. Liegt dein Ziel noch fern? Ich habe kein festes Ziel. Doch jetzt schon. Es gab Zeiten, als dieser aufgeblasene Kleinbauer auf allen Vieren zu mir gekrochen wäre. Ich war der hohe Priester hier im Land Midian und besaß die Macht, über Leben und Tod zu befinden. Da steckt doch ein Trick dahinter, hm?
Das Brechen des Steines ist doch ein Kunstgriff. Nicht bloße Stärke. Ja. Überall nur Tricks. Aber ich habe dir zu danken, Fremder. An meinen Töchtern liegt mir sehr viel. Sonst ist mir nicht viel geblieben. Sie sind mir weitaus teurer als alle irdischen Güter. Es ist wahr. Mein Vater war einmal sehr wohlhabend. Ich erinnere mich an das schöne Haus, in dem wir lebten. An den Tempel, in dem er regierte. An die Götzenbilder und daran, dass Leute Edelsteine und Gold als Opfergaben brachten. Und all das hat er aufgegeben? Warum? Das war, als meine Mutter starb. Er erkannte, dass er Götzenbildern gedient hatte. Und dass die Götter ja doch keine Macht haben. Damit hat er recht. Die Götzen sind falsch. Aber einen Gott gibt es, Zibula. Wer weiß das schon? Es gibt eine himmlische Ordnung, Jethro. Woher kommt sie? Sie muss doch von Gott kommen. Was weiß denn der Mensch von einem Gott, dessen Macht all diese Wunder erschaffen hat? Gar nichts. Dem weisen Mann, wenn er glücklich sein will, müssen drei Dinge genügen. Die Liebe einer Frau, die Freude an einer Familie und ein weites, freies Land. Hier bin ich. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich habe sein Klagen gehört. Ich will sie aus Ägypten erretten und sie in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Wer bin ich? Dass ich dies vermöchte. Ich will mit dir sein. Wenn ich zu deinem Volk gehe und zu ihm spreche und sage, euer Gott hat mich geschickt, und sie mich fragen, wie lautet sein Name, was werde ich ihnen sagen? Ich bin, der ich bin. Und wenn sie mir nicht glauben wollen, wenn sie sagen, es war nicht Gott, der mit dir gesprochen hat? Der Stab in deiner Hand. Wirf ihn auf die Erde. Streck die Hand aus und packe sie beim Schwanz. Durch Zeichen wie dieses werden sie dir glauben. Ich habe keine schnelle Zunge. Keine Beredsamkeit. Ich werde bei dir sein. Ich will dir eine beredte Zunge schenken und dich die Kunst der Rede lehren. Herr, ich bitte dich. Schick einen anderen. Dein Bruder Aaron wird dir entgegenkommen. Er soll statt deiner sprechen. Ganz ungefährlich.
Der alte Pharao ist tot. Und seine Tochter. Sie, die mich gefunden und aufgezogen hat, die ich Mutter nannte. Auch sie ist gestorben. Ich muss zurück. Ja. Geh. Du forderst mich auf, dein Volk ziehen zu lassen. Du sagst, dein Gott befiehlt es so. Du sagst, er sei mächtig. Beweise es. Lass mich ein Zeichen seiner Macht schauen. Nimm den Stab und wirf ihn auf den Boden. Es war ein Trick, mein König. Nur fauler Zauber. Sie ist betäubt worden. Das macht sie gefügig. Nun passt auf, mein König. Der Zauberer macht folgende Bewegung mit seiner linken Hand. Nur ein Trick. Mehr nicht, Herr. Ihr seid billige Aufschneider. Euer Gott besitzt keine Macht. Ich verweigere euch euer Ansinnen. Dafür wird dein Volk bezahlen.
mit schrecklichem Leid. Eine Plage wird Ägypten heimsuchen. In Blut wird ein Volk ertrinken. Ihr glaubt es nicht. Noch ein Wunder von Gott. Ihr werdet Gottes Zorn noch spüren. Neue Zauberkunststücke, Moses. Nimm den Stab und berühre damit das Wasser des Nil. Was habe ich dir gesagt? Kein Blut. Bloß feiner, roter Sand. Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, damit es Gott seinem Herrn diene, wird mein Gott Fliegenschwärme kommen lassen über dich und dein Volk. Erklärst du das? Zuerst wird der Fluss rot wie Blut. Dann kommen Frösche übers Land. Das zweite ist eine Folge des ersten, Herr. Stechmücken danach, dann Fliegen. Unsere Götter sind viel mächtiger. Und willst es nicht ziehen lassen! Sonnenfinsternis. Der Mond verdeckt das Licht der Sonne. Es wird gleich vorüber sein. Wie lautet deine Antwort an uns? Ich weise eure Bitte zurück. Ich werde euer Volk niemals ziehen lassen. Dann höre, was Gott gesagt hat. Ich will hinausgehen und durch Ägypten ziehen. Und jedes Erstgeborene des Landes soll dann sterben. Ganz gleich, ob dem Vieh auf dem Felde oder der Magd, die am Webstuhl sitzt. Gleichfalls der Thronfolger und erste Sohn des Pharao. Und es wird ein großes Geschrei sein im Land, wie es nie zuvor vernommen wurde. Noch jemals wieder sein wird. Bei Sonnenuntergang nehmt ihr ein Bündel Isop und taucht es in das Blut des Lammes. Damit bestreicht ihr die Türpfosten und den Sturz. Das Verderben kommt nicht in eure Häuser und eure Erstgeborenen bleiben verschont.
das Volk ziehen! Ich will es nicht mehr sehen! Lass sie gehen! Verfolgen, mein König, und allesamt töten. Ich kann es nicht. Du kannst es. Sie ziehen durch die Wüste. Das Meer wird sie aufhalten. Das Meer, sagst du? Ja, Narrenvolk. Es merkt nicht, wie es ins Verderben rennt. Gottes bestehen. Wie können sie gegen die Macht deiner Krieger bestehen? Das unschuldige Blut deines Sohnes schreit nach Vergeltung. Lösch das Volk aus, erhabener König. Moses. Wie viele, Josua? Eine große Armee. Wir müssen umkehren und sie auf offenem Feld bekämpfen. Wir haben keine Wahl. Mit dem Rücken zum Wasser hier sind wir verloren. Der Ägypter sind auch mächtig, sehr mächtig. Und ihre Rache wird furchtbar sein. Sie werden uns vernichten. Der Pharao wird Erbarmen mit uns zeigen. Er wird uns verschonen. Wir müssen umkehren in unsere Dörfer und Häuser. Folget mir nach! Hört nicht auf ihn!
Vertraut auf unseren Gott! Weich nicht von meiner Seite. Gott hat uns beiden den Auftrag gegeben. Ihr müsst auf den Herrn vertrauen. Gott wird uns den Weg zeigen. Oh!
Rettung, Herr. Die Toten müssen gerecht werden. Sag, sie sollen angreifen! Weiter! Ja. Ja! Vernichtet sie alle! Immer fest an Gott geglaubt. Als alle sich abwendeten, als überall Verzweiflung war, hast du deinen Glauben bewahrt. Jethro. Ich habe schon von den Wundern gehört, die ihr vollbracht habt, dein Bruder und du. Dann kam die Kunde schon bis nach Midian. Und sie wird bis zum Ende der Welt reisen. Nichts als Kunststückchen, Jethro, von Anfang an. Ich bin mir nicht sicher. Ach nein? Die Gesetze, die wir Menschen uns erschaffen, sind schwach und ohne Wert und morgen schon vergessen. Aber die Gesetze von Gott uns gegeben. Von Gott, Jethro? Ja. Diese Gesetze, von Gott gegeben, werden ewig Bestand haben. Thank you.
Ich muss auf den Berg. Aber merkt euch, es darf niemand außer mir hinaufsteigen. Niemand. Hab keine Furcht. Ich habe Furcht, dass ich ohne deinen Beistand versagen werde. Stellen Aaron zur Rede. Kommt alle mit, kommt! Ich stehe noch. Es muss was geschehen, kommt! Was willst du? Wo ist Moses? Warum kommt er nicht zurück? Er wird zurückkommen. Ich sage dir, sein Gott hat ihn verlassen. Und er hat uns verlassen. Nein. Und jetzt werden sich die Götter Ägyptens an uns rächen. Ihr Dummköpfe! Gott hat das Meer geteilt und euch sicher hindurchgeführt. Er hat bewirkt, dass Wasser aus dem nackten Felsen sprudelt, damit ihr trinken könnt. Und er schickt euch sein Manna vom Himmel, damit ihr zu essen habt. Was braucht es noch, um dich zufriedenzustellen? Wo ist Moses? Wo ist er? Du kannst es nicht sagen. Sie können es nicht sagen. Ich sage, wir stellen Götzen auf, um die Götter Ägyptens zu besänftigen, oder sie werden uns alle vernichten. Nein! Wartet! Nein! Nein, hört mir zu! Wartet! Wo wollt ihr das Gold für das Bildnis hernehmen? Wir sammeln bei den Leuten. Wenn ihr genügend Gold habt, kommt wieder. Das ist unrecht. Die Menschen werden ihr Gold nicht rausgeben. Dadurch gewinnen wir Zeit. Du musst ihm ein Ende machen. Sprich ein Machtwort. Dies ist das Gesetz, das Gott mir gegeben hat. Der Gott, den ihr beschmutzt habt. Ich weiß, oh Herr, dies ist ein halsstarriges Volk.
Aber aus tiefster Seele flehe ich zu dir. Vergib uns unsere Sünden und Missetaten und nimm uns als dein Volk an. Herr, wenn ich vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wende dich nicht von ihnen ab. Und wenn nicht, streiche nicht sie, sondern mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Dies sind die Gebote des Herrn! Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir keine Bildnisse erschaffen oder Gleichnisse, noch vor ihnen niederfallen und ihnen huldigen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag ist der Tag des Herrn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, noch sollst du Ehe brechen, noch sollst du stehlen, noch sollst du Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Warum sind wir 40 Jahre durch die Wüste gewandert, Joshua? Weil sich das Volk gegen den Herrn versündigt hat. Ja, die Menschen haben gesündigt. Auch ich habe gesündigt, als der Herr zu mir gesprochen hat, in Midian, aus dem Busch, der brannte und doch nicht verzehrt wurde. Habe ich an ihm gezweifelt. Und dafür bestraft er dich nun? Ja. Und es ist gerecht. Ich habe es verdient. Ich kann nicht mit euch gehen. Wer wird uns dann führen? Nein. Ich bin nicht würdig. Es ist Gottes Wille, Josua.